Ja, grüezi. Hör noch nicht auf, philosophieren. Ja, ja. Was ist heute Abend die Philosophie, Silvan? Ja, heute Abend machen wir den Startschuss für unsere drehbare Bühne. Die Bühne kommt auf den Dreikranz hier hinten, von dem Baukran. Jetzt tun wir mal das vorige Eisen abschneiden, dass wir dann den Plan machen kann, wie die Bühne nachher darauf konstruiert wird. Die Ideen gehen dir nie aus, gell? Je mehr Corona, desto mehr Ideen hast. Ja, ja. Nein, den Ideen liegt es nicht. Es liegt nie an der Arbeit, nur am Zelttag. Auf dieser Höhe ist die Bühne. Die ist dann drehbar, hat 8 Meter Durchmesser und ist einfach vielseitig einsetzbar. Ob Theater oder Comedy oder Performance oder eine Ausstellung. Und alles wird steckbar. Man kann es immer verändern nach den Bedürfnissen, die man braucht. Und heute Abend machst du jetzt was? Die Vorbereitung, tun mal die vorigen Sachen weg, dass man das kann fertig planen und dann realisieren. Jetzt tun wir einfach die vorigen Sachen wegschneiden und wir tun sie wegschneiden, ein bisschen zelebrieren, dass es so ein bisschen Eindruck macht. Jetzt warten wir noch, bis es ein bisschen dunkler wird und dann wirst du sehen, wie da viel Energie fließt. Auf der Bühne, was ist noch einmal geplant später? Konzert, Comedy, einfach alles, was mit Kunst zu tun hat. Der R3-Fin sollte auch für alle Kunstgattungen eine Plattform sein vom Rheintal. Rheintal hinten und drüben, also mit den Vorarlbergern zusammen und all. Wir würden einfach das Rheintal kulturell aufwerten. We'll be right back.
Was rübelst alle wieder unten? So, ich verstehe dich gar nicht. Du tust schon so als ob, gell? Ich tue nur so als ob, genau. Stimmung, ich mag Stimmung. Heute haben wir es anders. 2x12 und dann 10. Aha! Ja. Immer etwas Neues, hä? Ja, ja, Datum heute UNESCO Welttag des Jazz, gell? Aha. Der 30. April 2021. UNESCO Jazz, gell?
Musik.